Die Helden des Amateurfußballs werden Ihnen präsentiert von Globus Plattling, Bayernwerk AG und den Sparkassen Niederbayern. Der SV Irlastein in Schwarz ist auch überregionaler Begriff, kicken die Brandler doch viele Jahre in der Bezirks- und auch schon in der Bezirksoberliga. Aktuell ist man aber bis in die Kreisklasse durchgereicht worden, will diese Saison aber durchaus vorne mitspielen. Zu Gast am Samstag der FSV Sandhalanden, seines Zeichens Tabellenfünfter, aber mit ganz anderen Ansprüchen als der SVI. Mit dem Abstieg wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, aber man weiß nie, was passiert. Wenn 3, 4 Verletzte oder 5 Verletzte wieder da sind, dann steht man wieder hinten drin. Das haben wir letztes Jahr gesehen, haben wir eine super Vorrunde gespielt, waren vorne dabei. Und dann haben wir 5 Verletzte gehabt und dann haben wir zum Schluss fast noch gegen den Abstieg gespielt. Aktuell beide Mannschaften aufgrund von Verletzungen und Urlaubszeit nicht gerade in Bestbesetzung. Und das merkte man dem Spiel an. Gerade die Abstimmung in den beiden Abwehrketten stimmte nicht immer, sodass die Stürmer oft viel zu viel Platz hatten. Hieß aber im Umkehrschluss, die rund 120 Zuschauer bekamen einige gute Chancen zu sehen. Die beste für Sandhalanden gleich in der 7. Minute durch Tobias Hägele, der aber nur die Latte anvisiert. Grundsätzlich aber die Hausherren das aktivere Team und so war die Führung nach einer Viertelstunde nicht wirklich überraschend. Nach einem Einwurf die FSV-Abwehr nicht konsequent genug und so muss Luca Knittel nur noch einschieben zum 1:0. Auch in der Folge Gästecoach Mike Krebs mit zahlreichen Sorgenfalten. Irlastein bis zur Pause klar spielbestimmend, allerdings versäumten sie es, das zweite Tor nachzulegen. Kapitän Christian Zach per Kopf, Andreas Meyer äußerst unbedrängt aus rund 15 Metern und dann nochmal der Torschütze Knittel ließen gute Einschussmöglichkeiten liegen. Halbzeitstand somit nur 1:0 für die Hausherren. Durchgang 2 begann dann, wie der erste geendet hatte, für das Team von Ralf Schinn mit einer Großchance für Knittel. Mangelnde Chancenverwertung rächt sich ja gerne mal im Fußball, hier war es nicht anders. Langer Ball der Gäste in der 49. Minute auf Tobias Bauer, der auch viel zu viel Platz hat. Und das hier ist dann ein eindeutiges Handspiel. Elfmeter für Sandhalanden, den Bauer selbst sicher verwandelt zum 1:1. Doch das die richtige Hallo-Wach-Pille für die Brandler. Nur 3 Zeigeumdrehungen später, klarer Elfmeter auf der anderen Seite. Foul von und gelbe Karte für Philipp Günther. Meyer tritt an und verwandelt souverän zur erneuten Führung der Gastgeber. Weitere 10 Minuten später dann schon die Vorentscheidung. Folgenschwerer Stockfehler von Lukas Handschuh. Daniel Treitinger erkennt sofort die Chance, bedient Meyer und der schnürt den Doppelpack. 3:1 für Irlastein. Fast wäre dann sogar noch das 4:1 gefallen. Der eingewechselte Simon Hercher über links, Torwart Stefan Schillinger greift daneben und Bastian Beckenbauer springt das Leder an den Oberarm. Schiri Konrad Zeilenhofer deutet an, er hat es nicht gesehen. Ansonsten hätte er wohl auf Handelfmeter entschieden. In der Schlussphase musste Schinn aber dann des Öfteren auf die Uhr schauen, denn sein SVI baute doch etwas ab und Sandhalanden kam zu einigen Chancen, vor allem immer wieder nach Standards. Aber zum einen waren sie im Abschluss nicht konsequent genug, zum anderen stand ja auch noch ein Stefan Gassner im Tor. Der ließ nichts mehr zu und so schaukelte Irlastein den 3:1 Erfolg nach Hause. Ja, ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit relativ überlegen waren und vielleicht das ein oder andere Tor zu wenig gemacht haben in der ersten Halbzeit. Dann durch unglücklichen Handelfmeter den Ausgleich kassiert. Aber die Mannschaft hat dann relativ gut reagiert und wir haben weiter Chancen rausgespielt, das 2:1 gemacht und auch dann nur das 3:1, also da waren wir überlegen. Am Schluss ist uns ein bisschen die Kraft ausgegangen, da haben wir einige Chancen zulassen, die das Spiel nochmal spannend machen können. Das war negativ, aber so im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden. Dank Doppelpacker Meier bleibt Irlastein also auf Kurs, ist weiterhin Zweiter hinter Topfavorit SC Kirchdorf. Sandhalanden rutscht ab auf Platz 7. Helden des Amateurfußballs wurden Ihnen präsentiert von Wolf System, der Brauerei Hackelberg und Euro Teamsport Vilshofen.